Hi Leute, heute schminke ich mein Lieblings-Alltags- und Ausgeh-Make-up. Dieses Make-up trage ich sowohl im Alltag, aber auch abends, wenn ich irgendwie ausgehe oder so, weil es wirklich sehr variabel ist. Manchmal trage ich dann einen dunkleren Lippenstift oder wie jetzt den helleren, der eher für tagsüber geeignet ist. Und ja, ich habe auch eine besondere Frisur heute mal. Wenn euch die gefällt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare, dann kann ich ein Tutorial dazu machen. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt mit dem Tutorial für das Make-up. Tschüss! Concealer und Puder trage ich bereits, deswegen gehe ich hier direkt über zum Eyeshadow Primer, den ich auf meinem gesamten Auge verteile. Für diesen Look verwende ich fast ausschließlich die Lidschatten aus der Naked Palette und als erstes verwende ich die Farbe Sin und trage sie im inneren Augenwinkel auf und bis zur Mitte des beweglichen Lids. Am äußeren beweglichen Lid benutze ich die Farbe Sidecar, das ist so ein helles Graubraun. In die Lidfalte trage ich die Farbe Naked auf und das ist einfach ein sehr schönes helles Braun, was sich perfekt eignet für so eine Übergangsfarbe. Und das Ganze verblende ich bis fast unter die Augenbraue. Anschließend nehme ich dann noch so einen fluffigen Blenderpinsel, um das Ganze einfach softer wirken zu lassen. Hier verdunkle ich das Make-up einfach nochmal mit der Farbe Buck. Das ist ein etwas dunklereres Braun als Naked. Und dann verblende ich das Ganze wieder mit meinem Blenderpinsel. Damit auch wirklich keine Übergänge zu sehen sind, nehme ich hier jetzt die Farbe Vanilla von MAC und verblende das einfach nochmal unter der Augenbraue, um dann ein Highlight zu setzen mit der Farbe Virgin aus der Naked Palette wieder. Am unteren Wimpernkranz trage ich die Farbe Hustle auf und das ist ein dunkles, schimmerndes Braun und ich lasse es bis zum Innenaugenwinkel etwas heller auslaufen. Nun ziehe ich mir noch einen sehr feinen Lidstrich mit dem Gel-Eyeliner von Maybelline und ja, wenn ich abends weggehe, mache ich den Lidstrich etwas dicker und tagsüber eher etwas dünner. Meine Augenbrauen ziehe ich wie immer mit meinem Augenbrauenstift von Essence in der Farbe Blond nach. Hier tusche ich jetzt noch meine Wimpern mit der Art Deco All-in-One Mascara. Auf meine Lippen trage ich zunächst den Lippenstift von P2 in der Farbe Place de la Concorde auf und den verblende ich dann nochmal mit meinem Finger, weil er sich so komisch auftragen lässt. Und zum Schluss gebe ich noch ein Lipgloss von Essence drüber und das Ganze sieht dann so aus. Ja, abschließend für das Make-up benutze ich noch mein Rouge von NYX. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial gefallen und falls ihr diese beiden Videos noch nicht gesehen habt, dann klickt doch einfach drauf und abonniert mich am besten, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!